Meine Damen und Herren, auch in Zeiten, die so völlig anders sind, in Zeiten der Krisen und in der historische Erschütterungen das Land in seinen Bann ziehen, gibt es sie noch. Die Konstanten, die Antworten auf Fragen, die jedem klar sind und die sich nie ändern. Und eine dieser Fragen, die so einfach und so vielbedeutend auch in der jetzigen Zeit sind, ist natürlich Deutsch oder Englisch. Und ich kann Sie beruhigen, meine Damen und Herren, es ändert sich nie. Wir nehmen Deutsch. Ja, und damit hallo und ein wunderbar herzliches Willkommen bei unserer wunderbaren TKKG Replay-Reihe. Wir sind schon angelangt an Teil Nummer 9 TKKG Voodoo-Zauber. Juhu! Und wow, ich habe jetzt gerade, ist es mir wieder in den Sinn gekommen, ein Jahr sind wir jetzt schon wieder, sind wir dran. Die TKKG-Reihe zu spielen. Vor einem Jahr habe ich wieder das regelmäßige Let's Play angefangen und wir sind einfach schon bei Teil 9. Das freut mich, macht mich aber auch ein bisschen betroffen, aber weil jetzt nur noch quasi. Oh, Entschuldigung. Nur noch quasi 5 Teile auf uns warten, der. Naja, normalen Reihe. Mit Voodoo-Zauber sind es jetzt 6 Teile. Und, ja. Naja, aber je nachdem, es sei wie es ist. Aber, irgendwie geht's ja mit irgendwas dann bestimmt auch bald weiter. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Jetzt ist es wieder soweit. Nach einem Monat Pause spielen wir jetzt wieder ein wunderbares TKKG-Spiel. Nämlich den Teil Nummer 9, Voodoo-Zauber. Wo ich auch sagen kann, einer meiner absoluten Lieblingsfälle und zugleich auch der letzte dieser alten Brigade hier. Und deshalb ist es in vielfacher Weise was sehr Besonderes wieder. Und ich freue mich sehr, diesen Teil noch einmal mit euch erleben zu dürfen. Und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich nach dem Intro. Tim und Klößchen stehen vor einer großen Herausforderung. Sie sollen ihr Internat bei einer Regatta vertreten, an der noch das städtische Gymnasium teilnimmt. Dem Team mit dem schnellsten selbstgebauten Boot winkt ein toller Preis. Ein Trip in die Karibik. Von dort stammt auch Tebu Roro, der zurzeit das Internat besucht. Na, wie weit seid ihr mit eurem Boot? Wir haben den Sieg so gut wie in der Tasche. Jetzt zeigen wir dem städtischen Gymnasium, dass wir ernstzunehmende Gegner sind. Stellt euch nur vor, ihr gewinnt. Dann lernen wir deine Insel kennen, Tebororo. Dein Königreich. Wie aufregend. Hey, ich dachte immer, ich bin dein Prinz. Tja, Tim. Neben dem waschechten Thronfolger von Bahiti siehst sogar du blass aus. Eines Tages wird er die Regierungsgeschäfte seines Vaters übernehmen. Ich soll fortführen, was mein Vater begonnen hat. Er meint, ein modernes Volk müsse jeden Aberglauben aufgeben. Dabei sind wir alle mit den Geschichten von Voodoo-Puppen und Zauberbannen aufgewachsen. Mein Vater will keine leichtgläubigen Untertanen. Darum begrüßt er unsere Idee zur Völkerverständigung und hat den ersten Preis gestiftet. Seitdem gibt es in den Schulen kein anderes Gesprächsthema. Sogar die Lehrer geraten ja in Schwärmen. Viele eurer Landsleute träumen vom einfachen Leben, wie es unsere Fischer führen. Und auf Bahiti ist das Wetter ideal, bis auf ein paar Wirbelstürme. Willst du einen Blick auf unser Boot werfen? Ein andermal. Ich bin mit meinem Onkel Tebu Titu verabredet. Er ist gestern eingetroffen und war beeindruckt, als ich ihm von TKKG erzählt habe. Es hat ihm die Sprache verschlagen, als er euch in der Zeitung gesehen hat. Grüß ihn von uns. Bis dann. Na Tim, wollen wir Gabi und Karl mal zeigen, was wir vollbracht haben? Claro! Ihr werdet Augen machen!
Mit dem Boot werdet ihr allerdings baden gehen. Wie konnte das bloß geschehen? Das wüsste ich auch gern. Gestern Nachmittag war noch alles paletti. Was immer passiert ist, es wirft uns ganz schön zurück. Lasst uns nachdenken, wer das getan haben kann. Das ist eine Hundsgemeinheit. Also, wer tut sowas? Die Konkurrenten vom städtischen Gymnasium. Den sollten wir einen Besuch abstatten. Aber ohne Beweise haben wir nichts in der Hand. Ob Hausmeister Wuchtig was gehört hat? Er führt hier die Aufsicht. Auf jeden Fall müssen wir zusehen, dass wir den Schaden am Boot reparieren. Vielleicht gibt es noch den einen oder anderen Verbesserungsvorschlag von Tebururu. Oder wir holen uns Anregungen vom Völkerkundemuseum. Da läuft demnächst eine Karibik-Ausstellung. Mir ist alles recht, solange Tim nicht drängelt, der alte Sklaventreiber. Ich wollte, dass wir rasch fertig werden, damit mehr Zeit für Gavi bleibt. Ihr habt doch sowieso keinen Ort zum Händchen halten. Denkst du? Und jetzt lasst uns die Sabotage aufklären. Abgemacht? Abgemacht. 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 Oh weh. Finstere Machenschaften werfen ihre Schatten voraus. Zum Glück gibt es einen Lichtblick. Schließlich ist das ein Fall für TKKG. Oh yeah, wow, was für eine Hundsgemeinheit. Das Boot wurde zerstört von unseren Jungs und Mädels, von TKKG, von unseren Helden des großen Internats. Und eigentlich ist der Fall ja schon klar. Die heißeste Spur führt nur hierhin, zum städtischen Gymnasium, den Ausgeburten der Hölle, die hier auch schon am See liegt, diese Schule. Und das das ist eigentlich dann schon klar, dass es auch nur sie gewesen sein können, wenn sie sich hier schon mit diesem Maritimen so auskennen. Dann wissen sie auch, wie man ein Boot zerstört. Da muss man nämlich fachmännische Seefahrerkenntnis für haben, und nicht wahr? Gut, vielleicht auch nicht, vielleicht war es auch jemand anderes, aber dieses städtische Gymnasium, das ist hier, wird endlich mal gezeigt, was für Dämonen des Alltags das doch sind. So. Da können wir jedenfalls hin, keine Ahnung, vielleicht gehen wir da auch gleich sofort mal hin. Hier sind die Bootshäuser, die wir ja auch schon aus Katjas Geheimnis kennen, dem allerersten Spiel. Die kommen jetzt hier wieder in Voodoo-Zauber, Teil Nummer 9. Hier ist natürlich dann halt auch dieses Versteck von Tim und Gabi, wo es wichtig ist, dass wir da ermitteln. Ich habe doch gerade noch was gesehen. Hier ist Karls Zimmer, ja. Herr Pieper ist nicht dabei, aber naja, der ist ja auch woanders jetzt gerade beschäftigt. So, hier ist das Naturkundemuseum. Hier können wir endlich wieder rein nach Schatz der Maya, dem dritten Teil. Karls Zimmer, ja. Und hier ist das Internat und das war's, glaube ich, erstmal. Cool. Super. Hier steht das Naturkundemuseum wieder. Nachdem es irgendwie in den letzten Teilen verschwunden ist, ist es jetzt wieder da auf einmal. So, im Inventar haben wir, glaube ich, nichts hier in unserer Superkiste. Nee, wie immer eigentlich. Und ich glaube, wir starten einfach mal am Ort des Verbrechens, was ausnahmsweise mal nicht das Gymnasium hier ist, sondern hier bei den Bootshäusern. Sehen, ob mich hier etwas weiterbringt. Adler gegen Eule. Ist doch klar, wer da gewinnt. Was? Na, Tim? Wolltest du mir beim Aufräumen helfen? Dazu habe ich leider keine Zeit, Herr Wuchtig. Wir versuchen herauszufinden, wer hierfür verantwortlich ist. Nur zu. Ist ja auch eine Schweinerei. Boah, es kommt ja auch jeder hier rein. Es hätte jetzt letztendlich jeder sein können.
Herr Wuchtig, Hausmeister Wuchtig, an irgendjemanden erinnert er mich immer. Aber, keine Ahnung. Hallo. Das ist jetzt eine Menge Extraarbeit für Sie, oder, Herr Wuchtig? Ist Ihnen gestern Abend etwas Besonderes aufgefallen? Einen ziemlichen Krach hat es gegeben. Aber kaum war ich hier, war es still. Ich dachte mir, was soll es, waren wohl die Gymnasiasten von dem Mann. Ja. Beim Werkeln. Obwohl, bei denen brannte kein Licht. Oder am Betrinken. Die trinken doch bestimmt Alkohol und nehmen Rauschgift und sowas. Können wir zu denen auch? Ins Feindesland? Na sowas. Na Tim, ein bisschen Werkspionage betreiben? Kommt ihr mit eurem Boot nicht weiter oder was? Du hast gut reden. Man sollte meinen, du kennst unser Problem. Ja, ich spür's. Ihre coole, keine Ahnung, wie heißt denn der? Bestimmt ein Kumpel vom Supermalek. Was wäre, wenn wir nicht an der Regatta teilnehmen könnten? Habt ihr unser Boot zerstört? Ach komm, fragen wir einfach mal. Andere Worte versteht ihr eh nicht. Nun halt mal die Luft an, Kumpel. Wer sagt mir denn, dass ihr euer Boot nicht verfuscht und dann kaputt gemacht habt, um von eurem eigenen Unvermögen abzulenken? Und jetzt sieh zu, dass du Land gewinnst, Bursche. Der kennt sogar ein Wort wie Unvermögen, das ist ja Wahnsinn. Hat er extra nachgeguckt. Was gibt's hier denn? Was? Was hat die denn hier zu suchen? Warum liegt die denn da? Vor allem, wer vergisst die denn da? Sowas Offensichtliches. Ich nehme die Puppe lieber mit. Wer mag hier gestanden haben? Mindestens Größe 48. Wir sollten die Abdrücke irgendwie festhalten. Jo. Da weiß ich, glaube ich, auch schon wie, aber wir sind erstmal hier beschäftigt. Hallo, Herr Wuchtig, na? Ist Ihnen gestern Abend etwas Besonderes? Das ist jetzt eine Menge Extraarbeit für Sie, oder, Herr Wuchtig? Als ob ich sonst nichts zu tun hätte. Schließlich kann ich mich ja nicht zwischen Internat und Bootshaus zerreißen. Und er hat auch eine tolle Synchronstimme, muss man mal sagen, die auch sehr bekannt ist, aber ich weiß sie gerade nicht. Aber bestimmt werden wir noch drauf kommen. Ach so, beim Typ hier, das wollten wir noch gucken. Wie heißt denn der nochmal? Habt ihr unser Boot zerstört? Wir könnten ihn das auch nochmal fragen, vielleicht wird er noch böser. Was wäre, wenn wir nicht an der Regatta teilnehmen könnten? Bitte? Und wenn ihr mit einer Badewanne antretet, gekniffen wird nicht. Aha. Was ist das denn hier? Hä? Noch? Was ist denn das? Hör auf, hier herumzuschnüffeln. Hasta la vista, Baby. Ja, ich bin super. Ich schmeiß dich einfach immer aus der Werkstatt raus. Hier hat jetzt jeder so ein Püppchen oder was? So, Karl, darf der da überhaupt rein? Der Ort des Geschehens. Dabei macht er so einen friedlichen Eindruck. Darf der da überhaupt rein? Ich meine, der ist ja gar nicht am Bootsbau beteiligt gewesen. Hallo, Herr Wuchtig, na? Was willst du denn hier? Du wohnst doch gar nicht im Internat. Aber ich gehe dort zur Schule. Schon vergessen, Herr Wuchtig? Ach so, ja. Aber kommt Tim Carsten und will die Sauerlich nicht ins Gehege? Der weiß wahrscheinlich auch überhaupt nicht, wer wir sind. Also so von wegen, der liest bestimmt keine Zeitung, so, dass wir schon 50.000 Mal die Welt gerettet haben. Wie kommt es, dass Sie sich nicht an mich erinnern? Wichtigste Frage, vor allem. Hat sich hier einer von den Gymnasiasten herumgetrieben? Naja, Ihr Bootshaus befindet sich direkt nebenan. Da bleiben Begegnungen nicht aus. Allerdings habe ich keinen bei unserem Boot erwischt. Aber wissen Hausmeister sowas bei sowas eigentlich immer Bescheid?
Ach, jetzt haben wir schon wieder vergessen, bei dem zu gucken. Naja. Hi, Karlmann. Na, lässt sich dein toller Tim nicht mitwerkeln? Ich gehöre mehr zur denkenden Fraktion. Ja, denken ist bei dem auch so ein bisschen schwierig, deshalb sagt er jetzt nichts, weil der das Wort nicht kennt. Hat sich jemand an eurem Boot zu schaffen gemacht? Wie wichtig ist euch der Sieg? Das ist voll der fette Diss, als ob das jetzt implizieren würde, dass das total scheiße aussieht, das Boot. Wie wichtig ist euch der Sieg? Hat sich jemand an eurem Boot zu schaffen gemacht? Nö. Oder meinst du, Tim und sein Lachsack haben was vor? Ey, das will ich hier nicht geraten haben. Alter, der Typ, der klingt auch extra scheiße irgendwie. Was gibt's denn hier? Können wir die nehmen? Kann ich mir diese Puppe mal ausleihen, Erkan? Ich möchte sie mit einer anderen vergleichen. Von mir aus nimm sie mit. Ich hab sie bloß hier, damit sich niemand darüber lustig macht. Die Schmeichel fand sie gut. Aber ich hab ja auch geschickterweise euren Tebororo als Vorbild genommen. So eine Qualität hätte ich Erkan gar nicht zugetraut. Ich find's schön, wie dieser Erkan so Karl so ein bisschen Vertrauen schenkt, aber Karl, der ihn am meisten disst irgendwie. Und der es nicht rafft. So, jetzt befragen wir aber beide gleichzeitig. Hat sich hier einer von den Wie kommt es, dass Sie sich nicht an mich erinnern? Wie kommt es, dass Sie sich nicht an mich erinnern? Alle Kinder, die im Internat wohnen, muss ich der Hausordnung wegen im Auge behalten. Schüler, die nur zum Unterricht kommen, merke ich mir nicht. Aber ich bleib doch immer länger und mache hier die Aufgaben an der Tafel. Als ob die nichts anstellen würden, die nicht da wohnen. Naja. Können wir hier auch nochmal gucken? Wer immer hier stand, hat wohl durchs Fenster gesehen. Da lebt jemand auf großem Fuß, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ein Foto davon wäre gut. Nee, einmal müssen wir zum Erkan noch, ne? Den müssen wir noch einmal bequatschen. Wie wichtig ist euch der Sieg? So wichtig wie für euch. Solange es fair zugeht und alle die gleichen Chancen haben, macht das Gewinn Spaß. Und wir wollen Spaß. Ja, das glaube ich dir. Okay, sonst können wir hier oben auch nichts mehr machen. Okay, gut. Dann, Willi, bitteschön. Oh Mann, was habe ich hier geschuftet? Und jetzt? Egal. Na, Herr Wuchtig, alles unter Kontrolle? Ich sage dir, man muss seine Augen überall haben. Diese Vandalen. Wem sagen Sie das? Der kommt auch nicht weiter, der Wuchtig, weil wir ihn immer stören bei seiner Arbeit. Kann ich Ihnen irgendwie helfen, Herr Wuchtig? So, das ist mal eine Frage. Wen haben Sie gestern Abend zuletzt hier gesehen? Mal überlegen. Ach ja, den kleinen Tebororo. Kurz nachdem ich den Krach im Bootshaus bemerkte. Er hatte wohl den Ausgangsschluss verpasst. Wollt wahrscheinlich heimschwimmen oder so. Was ist hier denn? Ach, der Bootsplan. Oh Mann, alles nochmal von vorn. Ich könnte platzen vor Wut. Schade, dass ich nicht in der Mannschaft war. Gott sei Dank, mit so viel Ballast wird dir alle nur baden gegangen. Der Wuchtig darf das, der ist nett.